Hi, ich bin Bianca von Elterngeld.de und im heutigen Video geht es um die Reifezeichen. So erkennst du, dass dein Kind bald trocken wird. Viele Eltern können es kaum erwarten, dass die elende Windelei endlich der Vergangenheit angehört. Das zu früh erzwungene Töpfchentraining allerdings nicht förderlich für das Trockenwerden des Kindes ist, haben die meisten Eltern bereits erkannt. Woran merkt man nun aber, dass das Kind soweit ist? Im Nachfolgenden haben wir 5 Reifezeichen für euch zusammengefasst, die euch die Unsicherheit nehmen, aber wir sind trotzdem sicher, dass ihr als aufmerksamer Beobachter schon von alleine merken werdet, wann es soweit ist. Reifezeichen Nummer 1. Dein Kind beginnt sich für seine Ausscheidungen zu interessieren. Wenn ein Baby noch klein ist, dann laufen die meisten körperlichen Vorgänge einfach automatisch ab. Das heißt, in Bezug auf die Ausscheidungen merkt ein Baby noch nicht mal, was sich da gerade getan hat, dass es sich zum Beispiel in die Windel gemacht hat. Und auch Babys, die windelfrei erzogen werden, mögen zwar erkennen, dass eine Entleerung bevorsteht, allerdings passiert das eher unterbewusst. Das heißt, die ganzen körperlichen Vorgänge, vor allem die Ausscheidungen, nimmt das Baby noch gar nicht bewusst wahr. Ab einem bestimmten Punkt ändert sich dieses Verhalten jedoch. Plötzlich wird dem Kind bewusst, dass es da gerade irgendetwas produziert hat. Das heißt, es bestaunt zum Beispiel, wenn es in der Dusche steht, dass Pipi was das Bein herunterläuft, oder es möchte wissen, was Mama da gerade vom Popo abgewischt hat. Dieses Interesse ist ganz normal und markiert auch einen wichtigen Schritt in Richtung Sauberkeit. Deshalb sollte dieses Interesse auch auf gar keinen Fall unterbunden werden, denn je natürlicher das Kind an seinen eigenen Körper herangeführt wird, desto wohler wird es sich später einmal in seiner Haut fühlen. Dass Ausscheidungen quasi der Restmüll des Körpers sind, das wird das Kind erst später erkennen. Zunächst einmal nimmt das Kind seine Ausscheidungen als Teil seines Körpers wahr und ist recht stolz darauf. Reifezeichen Nummer 2. Dein Kind zeigt echtes Interesse am Toilettengang. Heutzutage dürfen glücklicherweise die meisten Kinder ganz natürlich mit dabei sein, wenn die Eltern oder auch die Geschwister auf die Toilette gehen. So lernen sie quasi nebenbei, welche Dinge dazugehören oder nötig sind, um ein Geschäft einigermaßen anständig zu erledigen. Wobei die meisten Kinder da noch gar nicht so genau hinschauen. Sie sind meistens eher mit etwas anderem beschäftigt, zum Beispiel mit dem Ausräumen der Badezimmerschränke oder einfach mit dem Rumwuseln im Badezimmer. Beginnt dein Kind jedoch, sich dafür genauer zu interessieren und einzelne Handlungen eventuell sogar selbst ausführen zu wollen, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass es in die richtige Richtung geht. Für sich allein gesehen ist dieses Verhalten noch kein Garant dafür, dass dein Kind bald sauber wird, aber in Kombination mit den folgenden Reifezeichen, auf die ich gleich zu sprechen komme, ist das auf jeden Fall schon mal ein gutes Bild von der Lage, aber mach dir erst einmal keine Sorgen, selbst wenn dein Kind sich jetzt noch so gar nicht dafür interessiert, was beim Toilettengang vor sich geht, heißt das nicht, dass dein Kind viel später sauber wird als andere Kinder. Reifezeichen Nummer 3. Dein Kind meldet sich, wenn es in die Windel gemacht hat. Was viele Eltern als sinnlos empfinden, ist tatsächlich ein Meilenstein in der kindlichen Entwicklung. Denn das Kind hat gemerkt, dass da unten etwas vor sich geht, dass da irgendetwas passiert ist. Das heißt schon mal, dass wichtige Nervenbahnen, Verknüpfungen und auch Rezeptoren sehr gut ausgereift sind. Nun ist es wirklich nicht mehr weit, bis dein Kind schon vorher merkt, dass da bald etwas passieren wird. Nun kann es allerdings immer noch ein paar Monate dauern, bis dein Kind wirklich trocken wird. Wenn du dich dafür entscheidest, jetzt schon die Windel wegzulassen, dann wird es ziemlich sicher immer noch zu dem ein oder anderen Missgeschick kommen. Bitte schimpf dein Kind dafür nicht aus. Und auch solche Mahnungen wie "gib doch vorher Bescheid" setzen dein Kind nur unnötig unter Druck. Besser ist es, wenn du dann sowas sagst wie "oh, das hast du schon vorher gemerkt, das ist toll" oder "das ist super", damit dein Kind einfach positiv bestärkt wird. Reifezeichen Nummer 4. Dein Kind merkt, wenn es muss. Dies ist das wichtigste Reifezeichen von den 5 Reifezeichen, auf die ich im heutigen Video eingehe. Denn erst wenn dein Kind tatsächlich merkt, dass Blase und Darm sich entleeren möchten, kann es auch wirklich trocken werden. Was so einfach klingt, ist tatsächlich ein sehr komplexes Zusammenspiel der beteiligten Rezeptoren, Nerven, Muskeln und der entsprechenden Verknüpfungen im Gehirn. Denn das Kind muss nicht nur die Signale zuverlässig und korrekt von Blase und Darm empfangen, es muss sie auch richtig zuordnen und eine gewisse Dringlichkeit ableiten können. Meist bemerken Eltern bei ihren Kindern schon recht früh, wenn sich der Darm entleeren möchte. Dann
Verhalten sich die Kinder im Spiel anders? Sie halten inne oder sie verändern ihre Position oder fangen eben tatsächlich auch an zu drücken. Bei der Urinabgabe ist das nicht ganz so einfach. Die Signale der Blase sind da doch etwas subtiler als die des Darms. Beginnt dein Kind nun aber auf der Stelle zu tippeln oder vielleicht sogar die Beine zusammenzukneifen, dann heißt das, dass es zumindest schon kurz vorher bemerkt, dass die Blase voll ist. Nun bedarf es noch ein wenig Übung, bis dein Kind das auch zeitlich genau abschätzen kann, wie lange es noch dauert, bis die Blase sozusagen überläuft. Weitere Anzeichen dafür, dass dein Kind merkt, dass es urinieren muss oder auch Stuhlgang absetzen muss, findest du auf unserer Website elterngeld.de. Den Link dazu packe ich dir in die Infobox direkt hier unter diesem Video. Reifezeichen Nummer 5. Dein Kind möchte nicht mehr gewickelt werden. Viele Kinder haben so ihre Phasen, häufig während eines Entwicklungsschubes, während derer das Wickeln für die Eltern zum wahren Kraftakt wird, weil sich das Kind dagegen wehrt. Aber meistens lässt das nach einigen Wochen wieder nach. Wenn du bei deinem Kind allerdings schon die bereits genannten Zeichen erkennst und es sich jetzt auch noch gegen die Windel wehrt, dann solltest du unbedingt handeln und anfangen, deinem Kind ein Töpfchen anzubieten. Zeigt dein Kind dann für das Töpfchen aber gar kein Interesse, dann liegen die Gründe eventuell woanders. Vielleicht hat dein Kind einen wunden Popo oder es ist einfach nur gelangweilt auf dem Wickeltisch. Das kann alles sein. Und auch wenn dein Kind das Töpfchen akzeptiert, erwarte bitte keine Wunder. Es ist wirklich super selten, dass Kinder innerhalb von wenigen Tagen trocken werden. Meist stellen sich Erfolge jedoch nach und nach ein. Es kann noch einige Monate und gerade in Bezug auf das nächtliche Trockenwerden sogar Jahre dauern, bis dein Kind wirklich gänzlich auf die Windel verzichten kann. Aber lass dich von vermeintlichen Rückschlägen da auf gar keinen Fall entmutigen. Glaub uns, das wird schon. Was ist nun das Fazit des Ganzen? Auch wenn der Weg zur Sauberkeit oder zur Trockenheit bei jedem Kind anders aussieht, so sind die Reifezeichen doch sehr, sehr ähnlich. Und wir sind uns sicher, dass du, wenn du aufmerksam beobachtest, diese auch sehr leicht erkennen und darauf eingehen wirst. Wenn du dein Kind bei diesen Schritten positiv begleitest und es bestärkst und es auch lobst, wenn die richtigen Schritte getan werden, statt es zu drängen, dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Wie lange es nun genau dauert, das ist wirklich von Kind zu Kind unterschiedlich. Setz dich und dein Kind nicht unnötig unter Druck. Mit etwas Geduld und guter Laune klappt das auf jeden Fall. Habt ihr noch Fragen zum Thema Reifezeichen oder Trockenwerden? Dann stellt uns diese sehr, sehr gerne in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten war es das für heute von meiner Seite. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und unseren Kanal abonniert. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Bianca von elterngeld.de.